Lady Shiki does drop offs. Chill in and drop off. Ich habe ein Problem. Ich will dieses Video einfach gut machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht schreiend und bunt und YouTube-mäßig genug heute. Vielleicht schaffe ich es jetzt, wenn ich das als Intro gesagt habe, dass ich es doch bin. Okay. Ich habe einen neuen Blog. Und eigentlich bin ich gar nicht aufgeregt deswegen, aber tun wir einfach mal so. Weil ich möchte zumindest irgendwie gute Stimmung in diesem Video haben. Ich habe schon mal versucht zu drehen und ich war so miesepetrig drauf. Obwohl ich nicht deprimiert wegen den Sachen bin, aber es hat so geklungen, als wäre ich richtig, als wäre irgendwie gestern ein Begräbnis gewesen oder so. Okay, ich habe einen neuen Blog. Ich poste die Sachen von meinem alten Blog. Also ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass ich einen Blog habe. Ich habe schon ewig einen Blog. Und damit die ganzen alten Blogposts nicht so komplett verloren gehen, poste ich die jetzt nochmal neu auf dem neuen Blog. Nur, dass die Rechtschreibung verbessert wird und ich spiele mich nebenbei übrigens mit diesem Ding, falls ihr das hört. Ja, ich werde die Rechtschreibung ein bisschen verbessern von damals und jeweils einen Kommentar dazu schreiben. Und ab Weihnachten kommen dann nur noch neue Posts. Und ja, ihr wisst ja vielleicht, dass ich gerne schreibe und manche würden auch sagen, gut. Aber das möchte ich jetzt nicht selbst sagen. Eigentlich schon. Also, wenn ich mich bemühe, kann ich richtig tolle Texte schreiben. Meiner Meinung nach. Ja. Außerdem solltet ihr mal schauen, ob ihr meine alten Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe, so gesehen habt. Weil die hatten meistens extrem wenige Aufrufe. Und ich glaube, dass die Leute meine Videos einfach nicht in der Abo-Box wiedererkennen. Weil ich manchmal Thumbnails mache, manchmal nicht. Weil ich halt das nur als Hobby mache, manchmal Zeit habe für ein Thumbnail, manchmal nicht. Also schaut einfach mal, gewöhnt euch vielleicht an, wenn ihr ein Video von mir seht, dass ihr nachschaut, ob ihr die letzten Videos auch gesehen habt. Ich glaube, ganz viele Leute bekommen sie auch in der Abo-Box nicht angezeigt. Ich kann es natürlich nicht sagen, aber ich meine, wenn ein Video nur 50 Aufrufe bekommt und in der Zeit davor haben die Videos immer so 120 Aufrufe bekommen, gehe ich halt davon aus, dass das Video an sich nicht so viel uninteressanter für euch geworden ist, sondern dass es viele nicht angezeigt bekommen haben. Alternativer Blickwinkel ist diesmal mein Spruch der Woche, also ich blätter da halt jede Woche um. Und dieser Spruch passt so gut zu mir. Und seit das da steht, denke ich noch mehr darüber nach, was ich essen könnte. Ganz viele Leute haben eines meiner letzten Videos kommentiert. Oh, noch mehr Kommentare bekomme ich übrigens unter meinem Kurs-Tutorial immer. Da bekomme ich solche Kommentare. Und solche. Ich finde die immer witzig zu lesen. Zum Beispiel, also, bevor das Video jeder disliked. Ich meine, ich würde es total super finden, wenn jeder das Video disliked, weil das würde heißen, dass ich wahnsinnig viele Klicks bekomme. Und wenn ich so viele Klicks bekommen würde, hätte ich mal richtig YouTube-Money. Und darauf beziehen sich nämlich meine anderen Kommentare, die ich eben unter dem letzten Video bekommen habe. Und zwar haben wir da eben festgestellt, es wäre voll cool, irgendwie gemeinsam ein Gewinnspiel zu machen. Oder wenn einfach ihr mir vielleicht irgendein Zeug schicken könntet oder so. Und das ist alles so gar nicht so einfach, wie man glaubt. Erstmal, wenn ich Sachen nach Deutschland verschicke, die meisten Pakete, die man verschickt, kosten irgendwie so 15 Euro zu verschicken. Das heißt, da kommen relativ leicht, wenn man an ein paar Leute was verschickt, relativ hohe Kosten zusammen. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber naja, YouTube zahlt einem Geld erst ab 70 Euro aus. Das bedeutet, dass ich bis jetzt noch kein YouTube-Money erhalten habe. Ich meine, es wundert einem nicht, wenn man anschaut, wie klein mein Kanal ist. Aber nur um das mal betont zu haben. Ich glaube jetzt nicht nur, weil ich ein Video mit 90.000 Klicks habe, dass das bedeutet, dass ich YouTube-Money habe. Ja, ich habe durch dieses Video mit den 92.000 Klicks ins Momentan, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Video irgendwie so bekannt werden würde, nur weil Kuss im Namen vorkommt, aber anscheinend schon. Was wird denn mal passieren, wenn ich wirklich
Brüste ins Thumbnail tun würde. Als Frau hat man ja die Ausrede, dass es, wenn es die eigenen Brüste sind, kann man sagen, Entschuldigung, das ist ein Teil meines Körpers, der darf ins Thumbnail. Also ihr könnt gerne weiter so Vorschläge bringen, wie in den Kommentaren unter diesem anderen Video. Aber denkt bitte dran, dass es für mich möglichst kostengünstig sein sollte. Weil ich werde mir vielleicht auch irgendwann eine Kamera für diesen Kanal kaufen. Und ich bin Studentin, ich habe eigentlich nicht irgendwie ein Budget dafür, dass ich halt lauter Sachen für YouTube mache oder kaufe. Aber ich fände die Idee halt cool. Ich würde auch die Idee cool finden, einfach Postfach zu öffnen. Das Problem ist, also in Deutschland zahlt man eine einmalige Gebühr, ich glaube 15 Euro, und dann hat man für immer ein Postfach. Ich denke mir, selbst wenn die einmalige Gebühr irgendwie 30 oder 40 Euro wäre, hätte ich kein Problem damit, halt so eine einmalige Gebühr zu zahlen, wenn dann für immer Leute da Sachen hinschicken können. Und selbst wenn ich dann in Ewigkeiten nur zwei Sachen geschickt bekomme, bin ich nicht enttäuscht, weil ja, ist nicht so schlimm. Aber in Österreich ist es halt so, dass man immer monatlich was zahlt, wenn man Postfach haben möchte. Und soweit ich halt gesehen habe, zahlt man 10 Euro im Monat für ein Postfach. Das ist mir zu teuer, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, bei Gewinnspielen bin ich momentan so am Überlegen, ich könnte so Firmen wenn dich das interessiert, könnte ich so Firmen anschreiben, die so Boxen verkaufen. Es gibt ja für fast alles irgendeine Box. Für Make-up, für Werkzeug wahrscheinlich auch, für Bastelsachen, für alles Mögliche. Ich könnte die Firmen anschreiben, ob sie mir für meinen Kanal eine Gratis-Box zur Verfügung stellen möchten. Und wenn eine Firma dann so blöd ist, sozusagen, dass sie für so einen kleinen Kanal eine Gratis-Box zur Verfügung stellt, dann würde ich die an euch weiter verschicken. Da habe ich zwar noch immer die Versandkosten, aber das ist nicht so tragisch. Oder sonst würde ich überlegen, dass ich Sachen vielleicht von Amazon direkt zu euch schicken kann. Dann spare ich mir auch Versandkosten. Ich wollte nur sagen, ich bin total für Ideen offen. Und wenn mir irgendjemand Süßigkeiten zuschicken wollen würde, wäre das total super, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, ich kann halt schwer mir ein Postfach eröffnen. Ich könnte eventuell ein Postfach in Deutschland eröffnen und das dann zweimal im Jahr abchecken, ob was drin ist. Jetzt kommt eine neue Kategorie, die ich ziemlich cool finde. Und zwar geht es da darum, dass ich versuche, so Frisuren aus Tutorials nachzumachen. Und ich bin einfach nicht talentiert und sowas. Und die Tutorials sagen immer, dass das halt voll für die Beginners ist und so. Es gibt ja auf YouTube wirklich Videos, die heißen 20 Quick Everyday Elegant Hairstyles, Updos, und also, wo einfach der Name so klingt, so, du kannst es in 3 Minuten machen, aber es sieht aus wie eine 10-Stunden-Frisur, und Anfänger können das auch, weil das kann man immer und das ist einfach voll easy. Und genau sowas habe ich ausprobiert. We'll be right back.
ist meine Version von dem Hairstyle. Ich weiß nicht, wie das von hinten aussieht. Am Schluss habe ich halt versucht, weil ich das Gefühl hatte, dass da hinten, dass da überall man nur noch Bobbypins sieht. Und an sich stört mich es ja nicht, wenn man Bobbypins sieht, aber die stand wirklich alle kreuz und quer ganz weit raus. Und deswegen habe ich dann versucht, eben erstmal keine Bobbypins zu brauchen. Ja. Sieht ja wirklich stylisch aus. Genau wie in dem Anleitungsvideo.